Hi, heute gibt es einen kleinen Tipp von mir mit der GoPro Hero 5 Black, wie ihr zum Beispiel bei einer Timelapse die Belichtung sperren könnt. Das heißt, die Belichtung bleibt so, wie ihr sie am Anfang eingestellt habt, um einfach auch die ganze Dramatik von dem Himmel oder so, wie er sich über die Zeit verändert, einzustellen oder einzufangen. Denn wenn ihr seht, normal versucht die Kamera immer die beste Belichtung rauszuholen. Also wenn ich mich jetzt hier bewege im Raum und sie passt die Belichtung immer automatisch an. Das sieht man gerade beim Fenster sehr schön auch. Dann wird das, was vor dem Fenster ist, fokussiert und hier, also ihr seht, die ändert sich permanent. Das könnt ihr locken, also indem ihr auf den Bildschirm gedrückt haltet, dann kommt erst so ein großes und dann kommt so ein kleines Quadrat. Ihr seht, solange automatische Belichtung ist, habt ihr so einen kleinen Punkt drin und das heißt, die Belichtung passt sich immer an, je nachdem, wo ihr das hindreht. Fenster sieht man es ganz gut. So, ihr könnt hier unten aber auch sagen, das ist ein bisschen fummelig, da müsst ihr halt ein paar Mal drauf drücken, bis gesperrt kommt. Dann das heißt, ihr habt so ein kleines Schlösschen jetzt hier drin, könnt es verschieben, wo ihr es hinhaben wollt. Also dramatisch ist halt immer am Fenster, wenn ich sage, ich möchte die Belichtung locken, wie sie am Fenster ist. Und wenn ich jetzt hier Ja sagen würde, das heißt hier mit dem Häkchen bestätigen, dann seht ihr hier steht Exposure locked. Dann ist die Belichtung festgeschrieben und ich kann die Kamera drehen, wie ich will. Die Belichtung ändert sich nicht, also sie wird nicht angepasst. Wie gesagt, was bei einer Timelapse sehr wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel einen Sonnenuntergang, einen Sonnenaufgang oder sonst irgendwas einfangen möchtet, da ist es ganz ratsam, die Belichtung zu locken. Oder auch wenn ihr innerhalb eines Raumes Videos aufnehmt und eben nicht möchtet, dass permanent sich die Belichtung ändert. Dann passt es auch ganz gut. Die ganze Sache wieder aufheben. Ihr haltet wieder gedrückt, bis dieser Bildschirm kommt. Ihr seht schon, dann geht ihr automatisch in den automatischen Belichtungsmodus. Und so kommt ihr da wieder in den normalen Touchscreen-Bildschirm und habt dann wieder die ganz normale automatische Belichtung drin. Also wie gesagt, wenn ihr die Belichtung einfangen wollt, gedrückt halten, bis das kleine Quadrat kommt, hier unten drücken, bis das Schlösschen kommt, euch die gewünschte Position aussuchen, die gewünschte Belichtung im Raum aussuchen, die ihr gerne so für den Rest des Videos hättet und dann auf das Häkchen drücken und dann ist die festgeschrieben und ihr könnt die Kamera bewegen, wie ihr wollt, eure Belichtung bleibt, wie sie ist. Erkennen könnt ihr es an dem Exposure Locked Zeichen und aufheben, auf den Touchscreen drücken, gedrückt halten und schon ist die Sache wieder aus. So, hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.